Herzlich willkommen hier von der Maintalbahn, von der BR642. Die Westfrankenbahn hat es in den TSW geschafft. Wir schauen uns vorab exklusiv vor Release, einen Tag vor Release, schon mal die Strecke zusammen an. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und alles andere erzähle ich gleich. Wir stehen hier gerade in Miltenberg, wie man unschwer erkennen kann, wenn man aus Miltenberg ist. Andererseits kann man das auch hier hieran erkennen, dass wir in Miltenberg sind. Und rüsten mal die Kiste auf und dann fahren wir ab. Erstmal hier den Hauptschlüssel rein, Fahrtrichtung nach vorne anwählen und Türen auf der rechten Seite freigeben. Dann können wir die Federspeicherbremse lösen. Die Zugspitzensignale stellen wir einmal hier ein. Scheibenwischer brauchen wir nicht, soweit alles gut also. Dann die PZB, die können wir auch, glaube ich, hier hinten einschalten. Du hast die PZB-Zugart, die SIFA lasse ich aus. Dann können wir hier, glaube ich, die PZB anschalten. Wo ist da PZB an? Der Rest passt soweit. So sieht es übrigens hier im Innenraum aus, unsere Fahrzeuge. Ne? 642 Siemens, die Zero kennen wir soweit. Also kennen wir nicht, aber halt eben aus der Realität. Hier mit den nächsten Halten. Ach, hatte gerade nicht geladen, aber jetzt lädt das. Und das passt sogar so. Ne? Das kennen wir jetzt irgendwie aus dem TSW nicht unbedingt immer, dass die Fahrgastinformationssysteme passen. Sowas wie so eine Art Vorhang haben wir nicht. Na gut, dann ist das halt eben so. Dann schließen wir die Türen. PZB ist an. Wir können hier die Leuchtmeldehelligkeit auf ganz hoch stellen. Dann können wir hier die Lokführerbremse, die ist bereits gelöst. Und dann können wir abfahren. Ich bin mal ganz kurz still und dann hören wir uns mal die Anfahrsounds an. Vom Innenraum. Ja. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube, vom Innenraum sind die Sounds eigentlich ganz gut gelungen, würde ich behaupten. Aber ich kann das nicht so extrem gut einschätzen, weil hier in der Gegend, wo ich lebe, fahren recht wenig 642er durch die Gegend, beziehungsweise ich nutze die halt nie. Dementsprechend ist das ein bisschen für mich schwer zu beurteilen. Aber wir haben auf jeden Fall einiges zu sehen an dieser Strecke. Ich werde hier jetzt nicht so viel Acht geben auf den Fahrplan, dass wir den unbedingt einhalten. Es geht hier mehr darum, dass wir uns die Strecke angucken, das Fahrzeug angucken. Schauen, wie sieht das Ganze hier aus. Ne? Ist das schön, ist das nicht schön? Kleine Nebenbahn. Was ich zum Beispiel nicht so schön finde, ist hier diese Ufergestaltung an dieser Stelle. Ehrlicherweise ist ein bisschen sehr karg. Aber die Brücke war schön. Oh, wir sind so schnell. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Kombihebel aus Leistung und Bremse, denn der ist recht sensibel. Ne? Also kaum drückt man drauf, schon geht er ordentlich in die Höhe. Da muss man ein gutes Gefühl für finden. Das ist jetzt gar nicht so träge wie bei der 612 oder sowas. Ab hier dürfen wir 120 fahren, sehr gut. Ne? Sondern man drückt hier einmal drauf und dann ist man schon fast bei 100%. Da muss man ein bisschen ein Gefühl für finden. Ich finde es ehrlicherweise so herum besser als bei der 612, wo es gefühlt Ewigkeiten dauert. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie realistisch das ist, ob das, wie schnell man da den Fahrhebel nach vorne und hinten schieben kann, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Vmax müssten, glaube ich, 120 sein, genau, da steht das auch. 120. So, jetzt zeige ich euch mal eine Sache, die ich schon ziemlich cool finde. Also die Strecke übrigens habe ich mir auch bisher noch gar nicht angeguckt, die gucke ich mir mit euch zusammen an. Ich habe nur das Trainingsmodul für die 642 absolviert auf dem Trainingscenter. Also, ne, damit ich einfach nur weiß, wie man die Kiste hier bewegen kann. Aber die Strecke, die sehe ich mit euch hier praktisch zusammen auch zum ersten Mal dann. So, ich gehe mal hier auf 100%. Und wisst ihr, was super cool ist? Dieses Display hier hat unglaublich viel, was man entdecken kann. Ich habe da gar nicht noch bisher alles gesehen. Wir können aber hier erstmal auf dunkel stellen. So, ich glaube, können wir das auch auf dunkel stellen? Nee, das Ebola-Display können wir gar nicht verändern.
Aber was wir hier machen können, ihr seht ja hier dann jetzt diese Konfiguration, ne, aus Teilzug 1, Teilzug 2. Dann können wir hier ins Grundbild gehen und sehen hier, dass alle Türen geschlossen sind. Dann können wir hier auf VA gehen, was auch immer das genau heißt. Also vorbereiten, abstellen. Und dann kann man beispielsweise diesen Zug hier vorheizen. Ich glaube, das funktioniert aber nicht so weit. Also das ist einfach nur ein Display, das jetzt nicht weiter funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall in diesem Sinne simuliert. Dann können wir hier wieder zurück ins Grundbild gehen, können hier auf B und B gehen, auf Bedienen und Beobachten. Und haben hier ganz, ganz viel zur Auswahl. Können hier bei der Traktion dann Sachen ein- und ausschalten, hier Tunnel ein- aus. Ne, wir können hier in die Motoransicht gehen. Können hier die Motorsteuerung überprüfen. Sehen hier die Motordrehzahl. Was leider nicht simuliert ist, ist die Kühlwassertemperatur. Das wäre mega cool, wenn das da stehen würde, aber gut, dann ist das halt so. So, immer mal wieder kurz auf die Strecke geguckt, ne, weil wir auch noch nebenbei einen Zug fahren. Ich werde jetzt hier nichts dran verändern, weil ich nicht weiß, was dann passiert, ehrlicherweise. Können hier in die Klima, können die Klima an- und ausschalten. Ihr seht es hier bei diesen X'en, hier Klima an, Klima aus. Lass mir die Klima an für unsere Fahrgäste. Reheat können wir ein- und ausschalten. Das Licht können wir hier dadurch steuern, also das Licht im Fahrgastraum. Lassen wir es natürlich an. Dann können wir hier in die Traktionseinstellung gehen. Hier, was ist das? Bord-SPG, da passiert nichts. V-Anzeige passiert auch nichts. SIFA-Test? Genau, wir können hier einen SIFA-Test machen. Allerdings weiß ich auch nicht genau, was das ist. Dementsprechend lasse ich das und können hier wieder ins Grundbild gehen. Und hier noch die Bremseigenschaften. Also wir sehen, wenn ich hier die Kombibremse anlege, dann sehen wir, dass hier dynamische Bremse aktiv. Genau, also man kann auf jeden Fall jede Menge hier entdecken auf diesem Display und das finde ich mega cool. Ich würde eigentlich gerne, glaube ich, hier in diese Motoransicht da bleiben, dann können wir die Drehzahl beobachten. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Dann haben wir hier GSMR. Das ist, also die Tasten sind auf jeden Fall anwählbar, aber da passiert soweit nichts, außer dass wir hier bei GSMR drin sind, also in Österreich. Ist das GSMR? Ist das dann Österreich? Falls dem so ist, dann ist das nicht richtig. Achso, ich bin übrigens auf einer Preview-Version, auf einer Vorab-Version. Ne, das ist hier praktisch aufgenommen vor Release natürlich. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass auch so die Release-Version dann aussehen wird am morgigen Tag, wenn die Maintalbahn erscheinen wird. So, wir müssen runtergehen auf 60. So, 60 sind erreicht. Was haben wir da? Halt zu erwarten. Und in Klingenberg müssen wir auch schon in einem Kilometer halten. Fenster natürlich auch zu öffnen, hier auch auf der Seite. Das kennen wir ja sowieso aus dem TSW, das ist ja nichts Neues. Das ist einer meiner Lieblingsstellen hier, habe ich schon in dem Preview-Stream gesehen. Hier ist einfach ein kleines Schwimmbad aufgebaut worden. Also das mag ich immer sehr, wenn man dann sieht, dass hier Assets extra neu gebaut worden sind und keine Assets wiederverwendet worden sind zum 700. Mal. Das ist dann irgendwie immer ganz schön, wenn man einfach mal was Neues auch sieht. Können wir uns auch gleich nochmal näher angucken.
wenn wir hier halten. So, übrigens das Makro. Wo ist denn das Makro? Ich suche gerade die Taste fürs Makro. Da gucke ich gleich. 500 Hertz Magnet ist an. Boah, fast pünktlich. Ja, mehr oder weniger pünktlich sogar. Wahnsinn. Aber wie gesagt, mir geht es heute überhaupt gar nicht um Pünktlichkeit oder so. Solche Sachen ist das wirklich eine Vorstellung der Strecke und des Fahrzeugs, sodass ihr euch davon selbst ein Bild machen könnt. Natürlich bin ich wie immer gespannt in den Kommentaren, ob eure Meinungen, ob ihr euch die Miltenberg-Aschaffenburg-Strecke holen werdet oder nicht. So, wir halten jetzt mal an. Ups. So, und Türen auf. Und dann können wir uns mal ein bisschen hier umgucken. Haben hier eine extra neu angepasste cool. Wo ist das jetzt? Da. Neu angepasste Zugzielanzeige. Mal gucken, was hier steht. Eine Fahrkarte kaufen. Du musst sonst aus dem Zug rausgeworfen. Du wirst. Schön. Wir wollen uns noch das Schwimmbad angucken. Oder ich wollte es mir zumindest mal ganz kurz angucken. Ja, ne, also auch hier mit gescheitem Wasser. Ah, Sounds sind da. Schön wäre es, wenn tatsächlich hier jetzt noch Leute stehen würden, die einfach hier irgendwie rumstehen, rumliegen oder so. Das wäre natürlich cool gewesen. So. Wir können übrigens hier einen Leuchtmelder-Test machen. Das funktioniert auch. Ne? Ihr seht's. So, wir dürfen nicht schneller als 25 fahren, weil 500 Hertz. So. Wir dürfen 60 fahren, also befreie ich mich. So, was können wir sonst noch machen? Fernlicht können wir ein- und ausschalten. Hilfsfahrschalter. Ich weiß nicht, was genau das sein soll. Lokführer, Pult, Beleuchtungsdimmer. Hier können wir die Führerstandsbeleuchtung oder die Lokführer-Pultbeleuchtung an- und ausschalten. Dann können wir hier die Instrumentenbeleuchtung einschalten. Instrumentenbeleuchtungshelligkeit hoch. Hier ist der Leuchtmeldertest. Magnetbremse, ja, bitte. Und der Sandstreuer. So, ich glaube, ich würde lieber hier mal diese Bremsansicht haben. Magnetbremse aktiv, hier sehen wir das auch. Hier ist die MG-Bremse, die ist jetzt hier aktiv. So, nächster Halt ist Erlenbach. Genau, also so viel zum Fahrzeug vom Innenraum her. Auch das Außenmodell meines Erachtens extremst gut gelungen. Das sieht wirklich, wirklich sehr on spot aus. Ne? Also das Außenmodell von dem Fahrzeug passt meines Erachtens sehr, sehr, sehr gut. Das 3D-Modell. Irgendwie werden wir jetzt aber nicht wirklich schneller. Ach so, weil die... Ah. Ach, jetzt checke ich das. Okay. Okay, ich wusste... Ich dachte, die, wenn man das hier auf 1 stellt, dann ist das so, dass wenn man bremst, die Magnetbremse aktiv wird. Aber die ist dann praktisch aktiv ab dem Zeitpunkt, wo man den Schalter umlegt. Jetzt habe ich das verstanden. Okay. Können wir also praktisch beim Bremsvorgang dann dazu schalten. Hier an der Stelle muss ich sagen, so ein bisschen Vegetation am Rand doch sehr spärlich. Gefällt mir jetzt gerade nicht so sehr. Also wie hier auch das Gras so da vorne aufploppt, das war jetzt an anderen Teilbereichen der Strecke, sah das schon deutlich besser aus. Horn klingt meines Erachtens sehr gut.
Und dann müssen wir gleich anhalten. Einmal über die Brücken hier. Vermutlich hier einmal über den Main. So, jetzt muss ich einmal in den Fotomodus. Einmal pro Fahrt erlaube ich mir das dann doch, dass ich mir dann einmal irgendwie ein Screenshot irgendwo mache an einer Stelle, weil, wie gesagt, ein Thumbnail ist schon nicht schlecht, eins zu haben. Aber ich habe ja versprochen, dass ich das ja jetzt weniger mache und ich mache das jetzt auch nur wirklich einmal pro Fahrt. Vielleicht in einzelnen Ausnahmefällen noch zweimal, aber ich versuche es wirklich auf ein Minimum zu halten. Einfach nur, weil wir ein Thumbnail brauchen. Oder ich eins brauche für die Videos. Das wäre ja irgendwie sinnvoll. Einmal vielleicht auf die andere Seite rüber. So vielleicht. Wir sehen auch hier Zugzielanzeige RE87 nach Aschaffenburg. Also das ist auch alles dabei. Können uns eigentlich mal ganz kurz das Fahrzeug so ein bisschen von außen auch angucken direkt, wenn wir schon dabei sind. Da steht auch nochmal die Zugzielanzeige bzw. das Fahrgastinformationssystem. Hier auch an der Seite. Ja, schon ganz cool eigentlich. Ja, genau. Oh, das ist irgendwie auch eine schöne Perspektive. So. Muss ich immer ganz kurz noch den hier so nachziehen. Und das möchte ich einmal von der anderen Seite auch haben. Und dann verschone ich euch mit den Screenshots für heute. Ja, das sah von der anderen Seite besser aus. So. Und dann halten wir an den Erlenbach. Ab hier dann 120. Also Bremseigenschaften auf jeden Fall recht gut. Dann nochmal hier die Magnetschienenbremse einschalten. Und wir halten an. So, wir können auch mal hier natürlich auch zu Fuß auf dem Bahnsteig mal drauf latschen. Hier ein Collectible Insektenhotels. Hier noch eins die Streckenkarte und hier der Erste-Hilfe-Kasten. Erlenbach. So. Kann auch einmal hier durch den Zug einfach mal durchlaufen. Hier auch mit dem Teppich der DB. Das passt soweit. Ja, schon schön. Also sagen wir mal so, die Strecke ist nichts für so absolute Highspeed-Fans, ne? Leute, die jetzt irgendwie am liebsten eigentlich nur den ganzen Tag ICE fahren, für die ist das halt nichts. Ganz klar. Aber ich glaube, Menschen, die Spaß an der Niddertalbahn hatten, die werden auch mit der Maintalbahn Spaß haben. Mit der Maintalbahn. Auch wenn die Strecke nicht so schön ist wie die Niddertalbahn, finde ich die doch irgendwie auf jeden Fall spielbar. Ne, das ist ganz hübsch. Wir können hier mit der 642 fahren. Mit der 628 können wir auch drauf fahren. Wenn man das möchte, mit der 612 kann man es auch machen. 363. Foslo G6. Also auf jeden Fall einiges zu tun hier auf der Strecke, auch wenn es nur eingleisig ist, aber doch halt nicht komplett leer und verlassen. Das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, jetzt also zum Beispiel hier fehlt mir so ein bisschen der Autoverkehr an dieser Stelle.
Ja, wobei hier unten ist er ja. Vermutlich ist auch diese Straße einfach irgendeine Industriestraße, die halt auch kaum irgendwo genutzt wird. Achso, die Magnetbremse ist noch aktiv. Hier noch ein Fußballfeld mit den Toren, die falsch rumliegen. Aha. Man hört sogar Leute spielen. Aber das finde ich halt immer wieder schade, dass so selten NPCs irgendwo verteilt sind am Streckenrand, ne? Also es wäre einfach schön, wenn die da irgendwo auch stehen würden manchmal. Bei der Blackpool Branches Strecke von Just Trains sieht man das wirklich am laufenden Band, sieht man überall da Leute einfach random rumstehen. Und ich finde, das macht so einen großen Unterschied aus. Und da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht in Zukunft etwas häufiger auch noch kommt für deutsche Strecken. Obernburg Elsenfeld, nächster Halt. Auch hier so ein bisschen die Vegetation etwas karg, gerade so am Streckenrand mit den Gräsern hätte man ein bisschen mehr machen können. Aber schön hier zum Beispiel so solche Sachen, das gefällt mir dann wiederum sehr. Hier so diese anderen Objekte und Fahrzeuge, die hier noch sind von dieser Baustelle. Sehr industriell geprägt auf jeden Fall die Gegend. Ja, also ganz klar, sehr viele Industrien drumherum. Natürlich ist auch dementsprechend hier nicht viel los. Das ist die Haltestelle Glanzstoffwerke. Eine Haltestelle, die hauptsächlich wirklich nur von MitarbeiterInnen genutzt wird, von diesen Fabriken hier, die in direkter Umgebung sind. Und wir müssen mal bremsen. Natürlich hier noch keine Mods, keine God-Mode oder sowas am Start, weil, wie gesagt, das Ganze ist vor Release hier aufgenommen. Das heißt also, sowas wie die God-Mode konnte dafür noch gar nicht angepasst werden. So, mit 50 am Bahnsteig anfangen. Lösen nochmal aus. Und halten an. Boah. Das wollte ich nicht. Das ist halt die Sache, ne, mit dem Hebel immer ein bisschen, mit dem muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Können wir auch hier runter? Ja, schön. Genau, das ist unsere Strecke hier. Können wir uns eigentlich auch auf der Karte mal angucken. Ich setze mich mal eben rein. So, Magnetbremse lösen. Genau, das hier ist Miltenberg. Das hier vorne ist, hier war, glaube ich, Glanzstoffwerke. Und hier, das ist jetzt der nächste Halt. Hier sehen wir so ein bisschen Industriegleise. Da ist auch sogar ein bisschen was abgestellt an Wagenmaterial. Und da vorne ist Aschaffenburg hier. Und das ist der Hafenbereich von Aschaffenburg, der ebenfalls wieder mit dabei ist.
Also ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Fan von so Nebenbahnen, von so Dieseltriebzügen. Ich habe da gerne lieber die großen, glanzvollen Fernverkehrszüge und so. Das ist persönlich eher so das, was mich anspricht. Aber das mal so als kleine Abwechslung ist eigentlich immer ganz hübsch. Ne? Ja. Es gibt auch Layer für die Strecke. Also einerseits gibt es halt Substitution. Ich habe es vorhin erwähnt, die 612, wenn man die besitzt von Dresden-Chemnitz. Mit der kann man die fahren. Niddertalbahn bringt einem was und die Vossloh G6. Ansonsten, wenn man in Aschaffenburg ist, dann kann man auch ein bisschen KI-Verkehr sehen. Ich denke mal, Kassel-Würzburg wird da wohl irgendwelche Fahrzeuge mit reinbringen können. Vermutlich ein ICE. Main-Spessart-Bahn vielleicht auch. Und Vectron sicherlich auch. Ja, ne, so. Das wird man dann bestimmt als Layer da irgendwo sehen können. Natürlich dann nicht fahrbar, sondern nur KI. Aber ist ja auch okay. Weil wo soll man die fahren? Wenn man die fahren möchte, muss man schon die Main-Spessart-Bahn anwählen. So, Ankündigung auf 100. Und 1 Kilometer noch bis zu unserem Halt. Und wir bremsen rein. Ich mag das sehr, dieses Auf- und Ableuchten der PZB hier mit den neuen Sounds. Das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Und dann halten wir vorne an. Hier wieder KI-Verkehr. Jetzt habe ich immer noch nicht gesehen, wo das Makro eigentlich ist. Das suche ich jetzt. So, jetzt können wir anhalten. Türen auf. Hier in Kleinwaldstadt. Schön, schön, schön. Ist hier irgendwo ein Flugzeug? Das klang gerade wie ein Flugzeug. Aber auch nicht schlecht, so von der Szenerie her, wie weit das ausgebaut ist. Ja, also gerade so in die Richtung gucken, muss man echt sagen, nicht schlecht. Und auf geht's. Letzter Halt hier Aschaffenburg. Wir sind halt den Regionalexpress gefahren. Der hält natürlich nicht an jeder Milchkanne hier, sondern der überspringt auch die einen oder anderen Halte. So, die Magnetbremse ist aus. Okay. Nochmal wieder hier ins Grundbild gehen. Sehen, alle Türen sind geschlossen. Was
sehen hier, wie die Motordrehzahl in die Höhe geht. Da haben wir dann praktisch gerade gesehen, wie die Drehzahl wieder runtergegangen ist, weil da der Motor... Ja, ich kann es nicht technisch erklären, aber ihr habt es gehört, was in dem Moment passiert ist. Das ist, glaube ich, im Grunde genommen wie wenn man schaltet im Auto. Mehr oder weniger. So, 120 dürfen wir fahren. Das versuchen wir jetzt auch mal auszufahren. Ja, der Bereich gefällt mir ganz okay. So von der Ausgestaltung her, von der Vegetation her. Ist in Ordnung. Ah, hier jetzt eher weniger. Ihr seht es mit diesem, mit dem aufploppenden, hochwachsenden Gras. So, Vektor-Autofahrer, ihr seid langsamer als ich. Also mir macht Spaß, hier in der 642 rumzufahren. Muss ich sagen. Also es ist schon nett gemacht hier alles. Gibt es, wie gesagt, ab morgen, sofern ihr dieses Video tatsächlich am Tag seht, wo ich es auch hochgeladen habe, morgen der Release der Maintalbahn. Es kostet etwas weniger als die normale, standardmäßige Strecke von DTG. Weil sie halt auch einfach ein bisschen kürzer ist. Ja. Auch hier wieder der Main. Oh, vielleicht können wir ein paar Enten hier anlocken. Bieler, Bieler, Bieler. Naja. ...6,6 Kilometer noch. Bisschen die Leistung zurück, weil wir die 120 erreicht haben. Schön, ein Traktor, der hier geparkt ist. Ja, interessant auf jeden Fall diese Schallschutzwand hier. Aha. Eine Ampel. Also die Strecke hauptsächlich ländlich geprägt. Und industriell. Das müssen wir schnell runter. Auf 85. So.
Also anders als zu dem ÖBB Talent 1 können wir hier die PZB-Leuchtmelder eigentlich sehr gut erkennen und das finde ich diesmal sehr gut gelöst von DTG und hoffe, dass das noch beim Talent noch irgendwann auch nochmal kommt. Hier auch wieder 100. Ja, gut, so richtig auf Geschwindigkeit kommen wir jetzt gerade nicht mehr. Ja, es geht aber auch bergauf. Okay. 1,9 Kilometer, dann sind wir in Aschaffenburg. Ah, die Gebäude kenne ich aus Dresden-Riesa. Hallo. Sehr schön. Also man merkt halt trotz der Tatsache, dass es halt eben sehr alles sehr, also es ist halt einfach natürlich eingleisig größtenteils, aber trotzdem ist ein bisschen was auf der Strecke los, also sie wirkt nicht komplett unbelebt. Schauen wir mal, wie die Instrumentenbeleuchtung jetzt aussieht in der Dunkelheit. Boah, hübsch. Bisschen unscharf, aber naja. Langsamfahrt zu erwarten. Gehen wir runter auf 60. Wir müssen jetzt aber hier nicht anhalten. Das ist Aschaffenburg Hochschule. Kennen wir aus der Main-Spessart-Bahn. Natürlich sind alle Leute, die hier zuschauen und aus der Gegend sind, besonders gefragt hinsichtlich ihrer Meinung zur Ausgestaltung der Strecke. Das ist dann natürlich immer ganz besonders interessant, wenn eben Menschen, die sich auskennen, dazu auch was sagen können. So, und dann biegen wir jetzt hier ein und dann sind wir auch schon in Aschaffenburg Hauptbahnhof. Fahren wir auf dieses Kopfgleis ein, das hier vorne ist. Mal schauen. Auf jeden Fall irgendwie interessant, weil man ja den Bahnhof kennt und das ist ja trotzdem eine neue Strecke. Das hatten wir zuletzt mit Dresden-Chemnitz gehabt, dass wir dann den Bahnhof kennen und es aber eine neue Strecke ist. Hier eine Dieseltankerstelle. Ist auch benutzbar übrigens. Da fährt auch gerade ein ICE ein. Wie mir scheint, Baureihe. Boah. Noch nicht anhalten. Baureihe 403. Oh, eine S-Bahn sogar auch. Welche Baureihe ist das? Und vor allen Dingen, wo fährt sie hin? Okay, gut. Dann halten wir hier an.
Bisschen sehr weit vorne, aber okay. Das ist die RB 58 nach Rüsselsheim Opelwerk. Baureihe 425. Niedersachsen ist zwar im Zug, okay. Heißt also Bremen-Oldenburg-Variante, aber naja. Schön. ICE. Was haben wir sonst noch so? Haben wir hier noch irgendwas an. Nö, das nicht, aber wir sehen hier, die Wagen sind aus der Vorarlbergbahn. Da dieselt es vor sich her. Ah, gut. Dann was noch? Was können wir uns noch hier angucken? Oh, wisst ihr, was mich interessieren würde? Einerseits diese Dieseltankstelle hier vorne. Denn die ist ja tatsächlich. Gut, die können wir jetzt nicht zur Hand nehmen, weil wir jetzt in der freien Kamera unterwegs sind. Aber wir können das halt auf jeden Fall benutzen. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie weit eigentlich die Main-Spessart-Bahn hier ausgebaut ist. Na, also wenn wir jetzt in diese Richtung hier fahren, oder fliegen in diesem Fall, sehen wir hier einen Vectron. Aha, hier ist sogar eine Art Szenario. Aber was ist denn wohl hier vorne? Naja, so, was haben wir noch? 185 steht hier rum. Ja, also bis hierhin noch alles sehr, sehr gut ausgebaut. Vielleicht können wir sogar ein bisschen rumrangieren in dem Bereich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt kommen wir mal in die Gefilde, die vermutlich eher schlecht ausgebaut sind. Wobei auch da es halt größtenteils erstmal nur Copy und Paste ist. Denke ich mal. Ich gehe mal wieder ein bisschen nach oben, dann sehen wir auch mehr. Und dann können wir mal sehen, wie weit hier noch ausgebaut ist. Ah, okay, ich komme nicht weiter, weil hier eine unsichtbare Wand ist. Verdammt. Aber ich kann, glaube ich, drüber fliegen, über die unsichtbare Wand. Jawohl. Damit haben die nämlich nicht gerechnet. Und dann sehen wir hier schon, ab hier wird es dann schon karg. Ja, hier ist dann auch schon wieder nix. Hier wohl ein Bahnübergang in Realität. Ja, und hier verschwinden dann auch schon die Gleise ins Nichts. Genau. Ja, gut. Dann haben wir das jetzt auch erkundet. Können auch ein bisschen in die Höhe und sehen, okay, es ist ja neblig, deshalb sehen wir gar nichts. Aber jawohl, genau. Also so viel dazu. Erste Fahrt Aschaffenburg-Miltenberg, Maintalbahn. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare dazu, was ihr so dazu sagt. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Natürlich werden noch weitere Videos folgen von der Strecke von Aschaffenburg-Miltenberg. Okay, warum fährt er denn so ultra langsam? Achso, weil er wegspawnt. Na gut, schade aber auch. Genau, also ne, mehr Videos werden auf jeden Fall folgen von der Strecke. Und genau, lasst mich wissen, was ihr dazu so zu sagen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.